Ein Weltrekordsprung am Tiroler Achensee sorgt für Schlagzeilen. Mike Küng, ein Mann der Extreme, hat mit seinen Weltrekordsprüngen, aber auch mit einer Ärmelkanalüberquerung schon vielfach für Furore gesorgt. Was der Vorarlberger Gleitschirmspringer aber über dem Achensee plant, gab es so bislang noch nie. Einen Absprung aus einem Heißluftballon aus 7100 Metern. Am 21. Jänner 2020 um exakt 8.23 Uhr startete der Heißluftballon Achensee in Achenkirch bei perfekten Wettervorhersagen. Bei klirrender Kälte und minus 18 Grad am Boden steigt der Ballon auf. Küng verzichtet bei seinem Weltrekordversuch auf die Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff. Die Temperatur in Absprunghöhe liegt bei minus 25 Grad. Bereits im ersten Versuch gelingt Küng der riskante Sprung. Küng macht dabei einen Headover, das heißt, er springt direkt aus dem Korb. Sein Lohn? Ein Flugerlebnis in ungeahnten Höhen mit spektakulärer Weitsicht. Nach dem erfolgreichen Abenteuer ist allen Beteiligten Freude und Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Ja, es ist, haben wir abgewöhnt, Erwartungen zu haben. Es müssen da so viele Faktoren zusammenstimmen. Ein Weltrekord ist immer super, gell? Also da hat man davor natürlich immer sehr viel zum Nachdenken. Wie macht man das? Kommt man da hin, wo man hin will? So wie zu heute zum Beispiel auf die 7000 Meter. Spielt die ganze Luftsicherung mit, also von München, von Innsbruck, darf man so weit auf. Da ist immer so eine gewisse Anspannung da natürlich am Anfang. Wir sind unheimlich stolz, dass wir sowas hier am Achensee in Tirol Sport und Vitalpark, also von dem her ist es ja wieder recht stimmig, gemeinsam über die Bühne gebracht haben. Also ich bin ganz froh, dass das jetzt so ruckzuck passiert ist und ich bin auch ein bisschen stolz, dass das jetzt geklappt hat.